du hast Lust, deinen E90, E91, E92, E93 zu tunen, dann bist du in diesem Video genau richtig. Heute geht es wieder mal um kostengünstiges Tuning. Jemand von euch hat bei mir in die Kommentare geschrieben, yo, mach doch mal ein Update 2022, was geht nicht. Und tatsächlich hat sich dort was verändert und ich dachte, wir reden darüber. Freunde, draußen sind es Minusgrade. Ich würde jetzt ungern rausgehen und euch das draußen erzählen. Dann wackel ich mit der Cam, dann ist mir kalt. Freunde, das nützt doch niemandem was. Ich blende euch jetzt so viel wie möglich ein, schneide das cool zusammen für euch. Nicht beschweren, dass ich hier zu Hause im Warmen sitze. Aber ihr könnt mir ja die Wärme, ich kenne euch, ihr seid einfach coole Leute. Perfekt. Fangen wir direkt an mit dem schwierigsten Punkt bei dem letzten Video. Einer meiner ersten Videos, kostengünstiges Tuning am E90, an der E90-Reihe. Habe ich gesagt, Flaps natürlich ziemlich günstig zu haben. Das stimmt, aber wir haben jetzt ein riesiges Problem. Und ich habe mir das so vorgenommen, ich werde in diesen Videos, sage ich euch klipp und klar, mehr jetzt auf Legalität eingehen. Das ist, denke ich, heutzutage ein wichtiger Punkt. Wir sollten allgemein als Tuning-Szene dahingehend einen wichtigen Schritt machen. Vor allem in der Öffentlichkeit, ja, möchte ich einfach da immer appellieren an euch. Ich werde euch trotzdem zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, wie legal das ist oder illegal. Das werde ich euch auch klar kommunizieren, weil es dazugehört. Aber ich werde euch auch dann darauf aufmerksam machen, dass Dinge illegal sind. So, dass ihr Bescheid wisst, dass einfach volle Transparenz da ist. Ich weiß, jetzt gibt es wieder einen da draußen, der mehr Ahnung hat als ich. Der sagt sich, Bruder, halt's Maul, quatsch mich nicht voll. Jetzt gibt es aber auch den da draußen, der sich das Video anguckt und dann losgeht und sein E90 tunet. Und wisst ihr, wie ich meine? Und ich möchte dahingehend einfach transparent und ein gutes Vorbild sein. Komm mir vor wie 45. Moin. Ja, Flaps, das Problem, wir haben nur in Materialgutachten. Ich habe mir in letzter Zeit mich auf eBay, auf verschiedenen Tuning-Herstellungsseiten, auf verschiedenen Händlern, Tuning-Händler, alles was es ist, habe ich mir viel durchgeguckt. Einen einzigen Flap, also ich habe keine Flaps gefunden mit ABE. Was heißt das, wenn du nur in Materialgutachten hast? Es ist schwierig bis unmöglich, diese einzutragen. Jetzt gibt es Leute, oh, ich habe das eingetragen bekommen. Das ist schön, aber das ist die Seltenheit. Die Mehrheit von euch wird dieses Teil nicht eingetragen bekommen und wenn dann nur sehr, sehr teuer, weil im Normalfall, wenn ihr also jetzt vorne sowas anbaut, müsst ihr nachweisen, dass ihr damit niemanden schädigt. Also wenn ihr jetzt den Fußgänger anfahrt, dann müsst ihr sozusagen quasi nachweisen, dass ihr durch dieses angebaute Teil, wofür ihr nur ein Materialgutachten habt, dass ihr damit nicht jemanden noch mehr verletzt, als wie wenn ihr dieses Teil nicht dran habt, was ja bei Flaps bekanntlich sehr, sehr schwer ist. Es gibt TÜV-Leute, die das eintragen. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber in der Regel wird er dir das nicht eintragen, weil er steht ja mit seinem Namen für diese Eintragung. Das heißt, wenn du jetzt jemanden mit deinen Flaps umkarst und der bricht sich dadurch die Knoche oder irgendwas anderes, muss er mit seinem Namen dafür hinhalten. Ich quatsche wieder viel zu viel eigentlich, es geht um Tuning. Genau deswegen sehr, sehr schwer. Das Materialgutachten sagt im Prinzip nur, dass das Material stark genug ist, um den Belastungen auszuhalten, die es auszuhalten hat, also für den Karosserie-Kfz-Bereich geeignet ist. Sehr mehr sagt das Gutachten nicht aus. Und jeder Tuning-Online-Shop, der schreibt, dass man die Flaps einfach dranbauen kann und die als Originalteil verwendet werden können und diese nicht eingetragen werden müssen, ist völlig verloren. Habe ich auch gelesen auf einer Tuning-Seite. Ich nenne keinen Namen. Ist auf jeden Fall falsch und führt, ist auf jeden Fall, finde ich, richtig uncool, dass man sowas reinschreibt, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Was man machen kann, man kann die Flaps dranbauen und halt kleben. Also mit 3M-Kleber, wenn die Passgenauigkeit gut ist, sollte das kein Problem sein. Ich hatte damals Probleme bei meinem, aber ist ja was anderes. Und man könnte die dann halt abnehmen, wenn die Polizei, ja, euch dann irgendwann gefasst hat. Ist uncool, rate ich euch davon ab. Wenn ihr es trotzdem macht, noch so ein kleiner Tipp von mir, wenn die Polizei danach fragt, sagt, das sind originale Flaps, also sind original BMW Performance Parts. Die müssen nämlich nicht eingetragen werden und dafür gibt es auch keine ABE oder irgendwelche irgendwas anderes. Wenn der Typ sich natürlich auskennt damit, weiß er, dass das keine Originalen sind. Aber nur so ein kleiner Tipp, wie man da vielleicht doch mal, ich sage jetzt mal, bei einem unerfahrenen Polizisten glücklich aus der Sache rauskommen kann. Ich rate euch davon ab, Flaps an eurem BMW zu verbauen. Es gibt vielleicht noch so ein paar Lippen oder so, die legal sind mit ABE. Ich rate euch dort auf jeden Fall nur Zeug mit ABE zu kaufen. Ihr seid einfach clean damit, ihr könnt das eintragen und ihr seid auf der sicheren Seite und ihr habt kein Problem mit Versicherungsschutz und was ist ich. Das Thema, das lassen wir an der Stelle einfach mal weg und es geht nur noch um Tuning. Kostengünstiges Tuning, Freunde. Was kann man jetzt noch so kostengünstig tun? Da fängt es bei mir dann an, wenn wir schon im Frontbereich sind. Natürlich zum Beispiel schwarze Nebler. Das kann man machen. Sollte man dann vielleicht die Stoßstange abnehmen, ist vielleicht ein ganz schön hoher Aufwand und gefällt auch nicht jedem. Was kann man noch machen? LED Angel Eyes gefällt auch nicht jedem. Wenn man die blaue Optik fühlt, kann man das machen. Ich habe zu vielen dieser Themen übrigens Videos gemacht. Schaut dort am Ende oder schaut mal in meine E90 Tuning Playlist. Verlinke ich euch am Ende.
Da könnt ihr mal reingucken. Da habe ich ganz, ganz viele Sachen schon vorgestellt, getestet und geguckt, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Habe auch schon zum Teil viel Erfahrung mit den Teilen gemacht. Gehen wir weiter. LED Angela ist es möglich. Schwarze Nieren ist für mich an jedem BMW ein Muss. Ich habe jetzt sogar mal einen Kommentar gelesen unter dem Nierenvideo. Jemand, die nicht feiert. Aber ist ja jedem das Seine. Für mich ist es persönlich ein Muss. Ich habe zum Beispiel diese M4-Optik bei mir dran. Ja, muss nicht sein. Ich finde zum Beispiel Schwarzglanz wesentlich cooler als Schwarzmatt im Kfz-Außenbereich. Muss, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ich finde es cooler. Nierenstreben kann man noch machen. Da kriege ich auch immer wieder die Frage, wo hast du deine Nierenstreben her? Ich sag mal so, viele wollen farbige Nierenstreben haben und da bekommt ihr auf Amazon und eBay nicht viel und auch meistens zu Preisen, wo ich sage so, nee. Ich habe meine von eBay Kleinanzeigen her. Ich möchte aber dort niemanden bewerben. Schaut euch selber, was dort abgeht. Oder holt euch welche von eBay unlackiert und lasst sie selber lackieren. Ist natürlich sehr, sehr teuer, so wie sehr gesagt. Weiter geht's, was man auch machen kann. Ich sag's jetzt nur mit, viele feiern das nicht. Schwarze BMW-Embleme. Gibt solche Aufkleber, die kann man drauf machen. Da kann man die Ecken, die blauen und die weißen, könnte man dann farblich anpassen und verändern. Dass man ein komplett schwarzes Emblem hat, dass man ein schwarz-weißes Emblem hat. Muss jeder für sich selber wissen, ist relativ günstig. Für 10 Euro könnt ihr dort eure ganzen Embleme schwarz machen. Ihr braucht nämlich zwei Bögen, ein Bogen kostet 5 Euro mal 2, 10 Euro. Sollte klar sein. Eine richtig, richtig geile Sache sind für mich diese Smoke-Seitenblinker. Die feiert ihr auch extrem. Kann ich nur weiterempfehlen. Besser als diese durchsichtigen, nach 10 Jahren vergilbten Seitenblinker. Gefallen mir persönlich gar nicht. Da will ich lieber so LED-Shit haben. Sieht in Schwarz wirklich richtig, richtig geil aus. Kann ich nur weiterempfehlen. Finde ich top. Und kommt bei euch auch oder bei der Breite sehr, sehr gut an. Übrigens alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Machen wir weiter an der Seite. Kostengünstig natürlich keine großen Räder. Kostengünstig natürlich keine M3-Seitenschweller. Kostengünstig wäre zum Beispiel, wenn ihr eure Bremssättel lackiert und unlackiert. Finde ich persönlich, sehen die so ein bisschen trist aus. Und so ein bisschen so, ja, so sieht nicht cool aus. Wenn ihr sagt, ihr seid eher so der schlichte Typ, könnt ihr auch einfach schwarz machen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, ich weiß. Aber wenn man sich dort ein bisschen Mühe gibt, das dort schön sauber macht, zack, Bremsenreiniger und sich dort ein bisschen Mühe gibt beim Pinseln, kann man auch mit diesen, ich glaube, Foliatec-Sets sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Und für mich, das sind halt so, wenn du dann ein paar große Räder drauf hast und du guckst dort so rein, das sieht halt schon cool aus, wenn dort jetzt nicht so eine unlackierter Bremssattel drin ist. Wie gesagt, ist wieder so ein persönliches Ding, muss man halt feiern oder nicht. Ich sage jetzt mal den nicht so Tuning-Begeisterten, der denkt sich so, ja, juckt mich nicht, ich will einfach nur rumfahren mit meinem Dreier. Oder, ja, ich will einfach nur rumfahren mit meinem Dreier und mir sind die Bremssättel scheißegal. Kommen wir zu einem Bereich am Auto, wo man ziemlich günstig auch viele Möglichkeiten hat und das ist das Heck. Fangen wir mal mit so einer der günstigsten und, wie ich finde, einer der Sachen an, die einfach absolut Pflicht sind. LED-Kennzeichenbeleuchtung ist für mich so ein Punkt, wo ich sage so, muss sein. 20 Euro sehr gut investiert, sieht einfach super modern aus. Und wenn mal jemand hinter euch fährt und ihr habt so diese LED-Beleuchtung, sieht einfach gut aus und sieht nicht so aus jetzt so 2008. Ja. Finde ich persönlich, muss jeder für sich selber, wie gesagt, ich halt mein Maul, muss jeder für sich selber wissen. Sage ich jetzt zum 20. Mal, Junge, was mit mir los ist. Weiter geht's. Jetzt sind wir natürlich schon im Bereich von so über 100 Euro, aber ich glaube, die sind dort sehr, sehr gut investiert. Wenn ihr eine M-Paket-Heckstoßstange habt, könnt ihr zum Beispiel hinten diesen Diffuser wechseln, so. Da gibt's ganz, ganz wilde Sachen und natürlich auch alles legal mit ABE. Kann man sehr, sehr coole Sachen machen. Ich blende jetzt mal so ein, zwei Möglichkeiten ein. Für Doppelrohr, also für 335-Look. Aber auch für Doppelrohr, also für links die beiden, gibt es dort viele, viele Diffuser, nennt sich das, glaube ich. Super Möglichkeit eigentlich, günstig was zu verändern am E90. Was gibt es noch? Es gibt hinten noch solche Heckansätze, die kommen unter die Heckstoßstange. Ja, muss man feiern, muss man aber auch nicht feiern. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt, so, was die wenigsten fühlen. Was aber wieder viele fühlen, ist oben so dieser Heckspoiler, den gibt es auch für den E91. Ich finde den sehr, sehr geil, weil das gibt dem Fahrzeug noch so ein bisschen hinten so diese Optik. Ich werde den auch mal testen an meinem. Dauert vielleicht noch ein bisschen, wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert gerne den Kanal. Da gibt es auch für E90 und für E92, E93 richtig, richtig geile Hecklippen. Wie nennt sich das? Lippen-Heckspoiler. Feiere ich persönlich, finde ich sehr, sehr cool. Kann man, denke ich mal, gut machen. Gibt es auch, wie gesagt, günstig. Also es gibt natürlich original die von BMW für 500 Euro. Oder man greift dort zu, ich sage jetzt mal, Zubehörprodukten, die aber trotzdem qualitativ hochwertig sind. Die kosten dann halt, ja, 150, 200 Euro. Je nachdem, was man halt... Wenn man natürlich was Besonderes haben will, kostet das natürlich meistens mehr. Oder man will so eine übelste Lippe haben. Die kostet natürlich dann auch mehr als so eine smalle, dezente Lippe. Aber kann man, denke ich, machen und ist günstig zu haben. Allgemein natürlich, wie ich persönlich finde, getönte Scheiben für mich in Muss. Sieht einfach cooler aus und gibt auch ein bisschen Privatsphäre. Muss jeder für sich selber wissen. Digga, das wird noch ein Running Gag mit dem, muss jeder für sich selber wissen.
Bruder, muss ich echt los. Innenraum lasse ich jetzt mal. Ich habe auch schon ein Video zum Innenraum-Tuning gemacht. Könnt ihr euch jetzt gerne im Anschluss angucken oder irgendein anderes Video. Wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne würde ich sagen, Regenrinne, haut rein und tschüss.